Massenselbstmord, geil, wa? Boah, 20 Minuten hat das gedauert. Ein Kampf gegen den. Nutzung und Deckung, ja, glaube ich, hat das meiste. Bin ich am meisten in Deckung geblieben. 58,78% der Deckung. Puh. Wie oft bin ich gestorben? Dreimal, okay. Ich dachte, ich sterbe hier mindestens 10-mal. Okay, weiter geht's. Boah, ich muss erst mal verschnaufen, ey. Ich schwitze hier. Das war schon krank. Ey, da waren nur ein paar Figuren, die ich abschießen wollte, sollte, keine Ahnung was. Noch mal eben eine rauchen, ja. Das war sehr anstrengend. Nothing better than a smoke to remind you you're alive. Just won't let me finish this one in peace, will ya? A dead man's last cigar. Take your time. I'd rather hear something other than bullshit from you. You want truth, comrade? Here is glimpse. Madam Winters backed our takeover of Russia. The president was behind your coup? She promised to support our sovereign government. I said no bullshit. To Winters, war was necessary to regain economic footing and reassert world hegemony. What more suitable? So she used you as a pretext for war. We had no choice but to proclaim war before we were attacked ourselves. I can't condone Winters trying to attack Moscow, but you have no right to declare war with a weapon of mass destruction. The betrayed have a right to retribution. You cannot deny this. Ich habe ziemlich das Gefühl, ich werde gleich einfach nur verrecken, weil das einfach nur 10-mal schwerer wird. Oh Gott. Damit Burns war gerade eben schon lästig genug, aber noch die zwei. Ich glaube, ich folge gleich. Jetzt, weh, jetzt kommen gleich noch hier. Noch Roboter, dann schlage ich die aber. Okay, die verlieren Solar. Nein, 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 nein. Ja, nix hier. Wenigstens sind die nicht so fett und machen. Okay, dem nervig. Mal gucken, was die LFW gegen die bringt. Vielleicht. Naja, kann er nie wissen. Ey, Junge! Das mache ich.
Nein! Ich hab ja gar... Na, ich hasse das, wenn der Anzug überhitzt ist, ey. Das ist dann so nervig. So, ich nehme halt Sturmgewehr. Und ich rede jetzt mal so ein bisschen weniger, damit ich nicht so angestrengt bin vom Reden und vom dicken Kämpfen. wo ist denn hier? Vorne. Hier liegen auch ziemlich viele Waffen, sehe ich gerade. Ich nehme mal den hier. Jo! Da schieße ich die Rakete schon, penetriere nämlich zu Tode. Wow! Man darf nicht mal eine Sekunde hier auf die Zielen schon feuern, die 300 Sachen auf einen. Verrückte Mongos! So, ich kann mal den Scheibenwerfer. Und schick mal das hier in ihr Gesicht. Wenn die nur da wären, wo ich es hingeschleudert habe. Nein, lass mich in Ruhe. Nein! Finde ich so unfair, dass die Dinger immer runterschieben, wenn ich keine Deckung habe. Nein, nein, nein! Halt! Halt, stopp! Halt, stopp, jetzt töte ich. Na super. Okay, bis jetzt ist es nicht viel schwerer. Geht so, ne? Also, ich denke mal so kurz vorm Sterben, also wenn die noch so richtig ausrasten. Ist ja so bei bei Bossen, ey. Kurz vorm Ende rasten die so richtig aus, kurz bevor die halt sterben. Komm raus! Na scheiße, der ist über hinter versteckt. Oh, Rakete! Boah! Ey, Mann, der fliegt aber schnell. Da vorne war noch ein Raketenwerfer, kann das sein? Jo! Danke für die Raketen, ich will sie nicht annehmen, ey. Die in mein Gesicht schießt, ey. So. Nein, die Raketen. Wo liegen hier eigentlich noch Raketenwerfer? Also ich hätte noch ein paar gern. Noch ein paar gern. Lass mal abkühlen hier. Ah, nicht mehr dafür hat man Zeit. Warte, ich nehme mal das MG. Da taut viel härter rein in deren Genitalien, wenn die welche haben. Selbst fliegen tun die sau schnell, ey. Sogar in der Zeitlupe sind die einfach immer noch viel zu schnell. Mein Gott, Handgranaten bringen ja sowieso nichts. Ist ja so lustig, warum die Handgranaten hingelegt. Das bringt mal so gar nicht, ey. Ah, super. Nein! Was hat der denn abgeschossen? Wow! Nein, was habe ich denn aufgehoben? Scharfschützengewehr. Pfui Teufel. Nein, man trifft mich doch nicht immer wieder, ey. Dreckigen, verlausten Köter. So, warte, ich rede mal ein bisschen weniger und konzentriere mich mal mehr auf den Kampf. Ja. Weil, ey, die haben nicht mehr so viel eigentlich. Vor allem der blaue, warte, ich mache den roten ein bisschen mehr. Nein!
da, die dürfen mich nicht treffen. Nein, no, nein. Scheiße, warum hat er den scheiß Modus nicht aktiviert? So, jetzt. Wow. Oh. Wenn ich es höre, dann ausweichen. Ich will also beide gleichzeitig töten, weil ich habe Angst zu... ja, hier. Im Grunde, wenn einer stirbt, dann rastet der andere vielleicht noch härter aus. Deswegen will ich die so auf gleichem Niveau halten von HP her. Super, jetzt haben die mich doch getroffen. Ah, genau, das wollte ich verhindern. Ach ja. Gut. So, ausweichen. Nein, boah, Alter, nein. Ich sehe schon, die rasten schon aus. Weil die Dinger sind jetzt gerade neu gewesen. Wow. Rastet der gerade voll aus oder hat er gelitten? Wow, was ist denn jetzt los? Achso, die Dinger fliegen da die ganze Zeit. Hoi. Die bewegen sich zu schnell, ey, da kriege ich einfach nicht. Hoi. Du dreckiger, lausiger. Boah, Junge. Puh. Nein! Boah, ausweichen. Ah, ich glaube, ich töte jetzt erstmal den scheiß Roten. Obwohl, nee, ich mache jetzt den Blauen auch auf gleichem Niveau. Da kann ich die beide hintereinander direkt töten. Komm her, du blauer Mann. Ah, die haben geile Anzüge an, die Typen. Wow, 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 wow. So, fickt euch. Haha, Peng und... Oh ja, geil. Und jetzt... Oh, auf Götze. Oh, das liebe ich. Oh, cool, ist tot. Scheiße, jetzt rastet der aus. Er ist jetzt gestorben eigentlich. Der, hier, wie heißt der? Warum habe ich jetzt eine scheiß Flinte, Mann? Kann mir das mal einer erklären? Ah, da ist mein Ding. Ich habe es irgendwie aus Versehen umgetauscht. Ich schäme mich. Rastet der jetzt eigentlich noch mehr aus? Aber ich glaube schon, ne? Aber so viel schafft im Grunde. Ehrlich gesagt fand ich die jetzt nicht so schwer, weil bei Burns war das Problem einfach nur, ey, der hat einfach zu viele Soldaten noch bei sich, ey, das war einfach nur zu nervig. Sehen. Sehen. Ah, da. So, er ist tot. Ja, ich hab zwar einfacher als gedacht. Aber krasser Kampf. Nein. Was? Ich will den Kopf schießen oder was? Was war das denn jetzt?
Scheiße, muss ich ihm in die Fresse treffen oder wohin? Weil. Das ist schwer. Wäre ehrlich, das mit dem Ding noch zu treffen, weil der schwankt so hin und her. Da kann ich einfach nichts treffen, ey. Oh, jetzt muss ich treffen. In den Kopf. In den Kopf rein, Mann. In den Kopf rein, Mann. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur auf den schießen muss oder den Kopf treffen muss. Ich schieße jetzt einfach mal auf den drauf. Vielleicht muss ich ja gar nicht so in den Kopf treffen. Dachte ich jetzt einfach im ersten Moment. So, jetzt hämmer ich auf die 4x, dass ich darauf ihn gestört habe. So, jetzt. So, jetzt. Wollte schon sagen, wo muss ich nochmal 4 drücken? Nein. So, jetzt schieße ich einfach nur auf den drauf. Mal gucken. Vielleicht brauche ich ja gar nicht auf den Kopf zu treffen. Nein. Ja, muss nur dreimal treffen. Was wohl passiert, wenn das Ding in die Luft fliegt? Bin mal gespannt. Kampfeinsatz beendet. Aber für mich sieht es dann auch aus, als wäre das Spiel fast zu Ende, eigentlich, weil es sah schon aus wie ein Endkampf oder sonst was. Aber ich zock das jetzt. Wenn das jetzt kurz am Ende ist, dann zocke ich das jetzt auf jeden Fall noch durch. Und wenn es jetzt noch lange geht, dann werden wir ja sehen. Ich zocke es auf jeden Fall weiter. Hat denn der 5 Minuten lang gemacht? Na, der ist schon angekommen. Keine Sorge, der kommt raus.
Don't go making funeral arrangements just yet. Sam, you're alive. Ha, hab's mir schon gesagt. Mission accomplished. Our ascent to power is complete. On to the next phase. This is the end of my presidency. Lecker. Was schließen. Was ist denn jetzt los? Ah, Game Designer. Ach geil. Das sind also die Credits. Oh, schon weiter zocken, ey. Oh. Ich dachte, ich kann noch mehr abballern. Oh, ich kann noch mehr abballern. Ey, verreck! Nein! Oh! Schön ausrasten. Nein, verrückt, du blöder Stein! Nein! Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja mein Fazit abgeben zu dem Game. Auf jeden Fall für so. Also, im Grunde kann man das so. Ich würde nicht sagen, in einer Nacht durchzocken, aber. Wenn man sich so 6 Stunden. 7. Also 6-7 Stunden nimmt an so einem Tag, da kann man das locker durchzocken, weil so lange ist das Spiel auch nicht. Und, Bock macht das auf jeden Fall und hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt in der Session jetzt noch durchzocke, aber offenbar habe ich es doch geschafft. Hat mir auf jeden Fall Bock gemacht. Mal gucken, vielleicht zocke ich irgendwann wieder so ein krankes Game. Mal schauen. Kann sein, dass irgendwann wieder hammergeiles kommt von Platinum Games. Die haben ja auch beide netter gemacht. Und das auch. Ja. Also. Eine Kaufempfehlung würde ich auf jeden Fall für die aussprechen, die auf Third-Person-Shooter stehen, auf krasse Action und
die echte, ja, einen Ausraster haben wollen. Weil er ging immer so viel ab da, ja, das ist echt nicht mehr normal. Wo zeig ich das eigentlich, ey? Ich zock das gerade so, als wäre das richtige Spiel, ja, ne. Ja. War irgendwie beschissen. Ich konzentriere mich die ganze Zeit, die abzuschießen und kein Plan, was ich sagen soll. Nee, ja, gucken wir mal, was jetzt noch. In Credits kommt jetzt auch nicht mehr viel. Mal gucken, vielleicht kommt was nach den Credits, vielleicht noch eine Cutscene. Aber irgendwie klang das für mich nach einer Fortsetzung, was der Russe noch am Ende gesagt hat. Das war gerade erst noch der Anfang oder Mission ausgeführt. Klingt so, als hätten die noch was Schlimmes geplant. Kann ja sein, dass ein zweiter Teil kommt. Man weiß es nicht. Die Musik ist auch geil. Das waren jetzt, glaube ich, wie viele Parts waren das jetzt? Ich habe jetzt 7 Parts aufgenommen. Mit uns hochgeladen habe ich 24. Das heißt, das Projekt war jetzt ungefähr 31 Parts sein, glaube ich. Müsste jetzt 31. Part sein eigentlich. Mit den Cutscenes wird das, glaube ich, ja, 31 Parts, glaube ich. Wenn ich mich irre, dann ist es ja auch egal. Und wir kommen der Erde immer näher. Muss ich die eigentlich abschießen? Ja, okay, da unten ist noch so ein Score. Aber bringt tut er mir, glaube ich, eh nichts. Oh, da kann man noch die ganzen Typen sehen. Taco, Takeo. Nein. Nee, den Namen werde ich jetzt nicht vorlesen, ey. Ich kenne den Namen eh nicht. Ja. Vor allem aussprechen kann ich die eh nicht. Kann ich eigentlich noch sagen. Na, auf jeden Fall sage ich schon mal Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. So mal dick Action. Ah, blöder Stall. Also die Action im Spiel hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und ja, auf jeden Fall klasse das Game. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Code. Ich habe dafür nur 20 Euro bezahlt, also eigentlich nicht viel. Hm. Ich bin gerade so gefesselt von den Brocken zerstören, ey, kommst du gar nicht mehr klar. Nein, Spaß. So, eigentlich habe ich jetzt nicht mehr wirklich viel zu erzählen, aber ich glaube, wenn ich das Projekt zu Ende hochgeladen habe, da habe ich im Grunde eigentlich nur noch zwei Projekte und das werden dann Saints from Battlefield 3 Multiplayer. Das heißt, ich könnte mir mal wieder irgendein Projekt nehmen und was Neues anfangen. Aber naja, mal schauen. Vielleicht warte ich ja, bis irgendwas kommt, worauf ich Bock habe. Vom Dumme an mir war ja am meisten an mal dem Projekt hier. Also Dumme an mir natürlich. Ich habe immer wieder so lange Pausen gemacht. Ich habe, glaube ich, irgendwann. Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, das war noch August, Juni oder so. Ne, Juli war das. Ungefähr Juli, August war das irgendwann, als ich das Projekt angefangen habe. Und erst jetzt habe ich es durch. Weil ich einfach so viele Pausen zwischen gemacht habe. Dann entschuldige ich mich nochmal dafür. Aber ich hätte halt auf ein paar andere Games ein bisschen mehr Bock. Battlefield. Nochmal so in die Welt. Tja, jetzt habe ich es ja durchgezockt, deswegen. Ist das ja auch kein Ding. Dann zocke ich schon mal hier da zu Ende, ey. Boah, wie viele Credits gibt's denn noch, ey? Dann kann ich jeden einzelnen abschießen hier, die mitgemacht habe, ey. Schauen. Laufen lassen werde ich dir jetzt nicht die, die Credits, denn, wenn ich die jetzt laufen lasse, dann habe ich schon wieder irgendwie Content oder sonst was wegen der Musik, weil da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen laber ich jetzt auf irgendeine Kacke. Ich könnte. Oh cool, super Endgegner. Oh Gott. Ah, die Credits haben die auch noch lustig gestaltet. Da muss man die sich. Da muss man die sich nicht so stumpf angucken, ey. Ende? Ja, die Credits sind zu Ende. Ja, kürzer als gedacht. Vanquish. Ich glaube, es gibt noch irgendwelche Herausforderungen, Missionen dort, aber die mache ich nicht. Ah ne, jetzt kommen die langen Credits. Kann ich überspringen?
Ah ja, ich könnte ja. Wenn die Credits da laufen, kann ich ja eben die Trophäe zeugen. War da Vanquish muss ja ganz unten sein. Na, der lädt das nicht. Lad schneller. Junge! So, da Vanquish. 34%, was ist denn jetzt los? So wenig. So, ein Tag bei DARPA. Schließe alle DARPA-Trainingseinheiten ab. Haben wir gemacht. Das war, glaube ich, eh der Tutorial, aber na, egal. Unendliche Welten. Schließe Akt 1 ab. Da haben wir Sturm auf Grand Hell. Schließe Akt 2 ab. Yo. Ich verstecke keine kein Kreon. Schließe Akt 3 ab. Meine Art. Schließe Akt 4 ab. Oh, ich dachte, es wäre was anderes. Okay. Kampfansatz beendet. Schließe Akt 5 ab. Schließe alle Akt. Habe ich doch. Überlebenskünstler müsste auch sein. Schwerde höher habe ich nicht. Höher, schwierig, schwer, nein. Habe ich nicht. Schließe alle Akte auf Schwierigkeitsschwerde höher ab. Boah. Das werde ich natürlich nicht machen, ne? Gerade eben war das ja schon ätzend. Waffensammler. Scanne und erhalte alle Waffen. Rüste deine Waffen bis zum Maximalwert auf. Besser geht's nicht. Kampf oder Flucht. Löse den AR-Modus manuell aus und zerstöre einen feindlichen Roboter. Das ist ganz einfach. Einfach so. Aktivieren, töten, ja. Was ist das? Adrenalinstoß lösen, ja. Modus manuell aus und zerstöre drei feindlichen Roboter nacheinander. Komisch, dass ich das nicht hab. Fliegende Fäuste, zerstöre 10 feindliche Roboter mit Nahkampfangriffen. Ja. Zerstöre 1000 feindliche Roboter im Nahkampfangriffen. Okay, habe ich auch selten gemacht hier Nahkampf. Habe ich glaube ich nur 10 Mal oder so gemacht. Hallo, Schwester! Hilf einem Verbündeten. Der Held der Stunde. Hilf 20 Verbündeten. Todeswund, zerstöre drei feindliche Roboter mit Durchschaden. Roboter im Durchschaden ausgelösten Heimmodus. Okay. 40 Yard Sprint habe ich ja gerade eben. Ja, keine Ahnung, was ich gerade eben. Ist bestimmt vor zwei Parts oder ein Part, ja, keine Ahnung. Sprinte mit einem Turboschub bis ans Limit der RS-Reaktoren ohne zu überhitzen. Achso, das war das. Na, weil ich ja über die Brücke gerutscht bin. Home Run. Zerstöre ein auf dir zufliegendes Geschoss oder eine Granate. Meister des Home Runs. Zerstöre 10 auf dich zufliegende Geschosse oder Granaten. Zerstöre die Armee und Beine des Romanovs und erledige ihn dann im Nahkampf. Romanovs, wer war das denn für ein Gegner? Wenn es der Endgegner war, dann. Okay, weil ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Endgegner hießen. Tschüss, Romanov. Zerstöre einen Romanov im Nahkampf. Okay, das war dann so ein. Fetter Gegner, glaube ich. So ein, der öfters vorbeikam. Sind das die Hand Gottes, der Zerstörer nachher zwei Romanovs ausschließlich im Nahkampf. Let's fett. Zerstöre drei feindlichen Roboter gleichzeitig mit nur einer Handgranate. Eingelost Zerstörer eine Schikane mit einer Handgranate. Das ist eine Schikane. Kurzschuss, Zerstörer 10 feindliche Roboter mit einem. Ach, kein Bock, jetzt alles vorzulesen, ne? Mit einem EMP außer Gefecht gesetzt wurde, ja, kein Problem. 12 Fliegen seiner Klatsch. So, boah, ist ja jetzt alles vorzulesen. Kunststück! Zerstöre drei feindliche Roboter auf einmal und durch indirekte Schade mit dem Raketenwerfer. Flaschkönig der Unmöglichkeit. Warte, ist denn jetzt so? Okay. Sega. Kommt noch irgendwas? Ah, noch so eine Gesamtstatistik. Kann man ja auch mal eben vorlesen. Ah, da, Überlebenskünstler. Wollte schon sagen, ey. Das geht doch nicht, ey, die Trophäe. Weltraumpunkte. 6680, das sind die Punkte, die ich gerade eben gemacht habe, mit den Brocken abschießen. Gesamtpunkte. 220.000. Ja, 830. Ich frag mich, wie man eine Million schaffen kann. Es sei denn, die werden dazu die Punkte, wenn man normal ein Spiel anfängt. Missionszeit, 6 Stunden und 15 Minuten. Warte, ich kann ja auch eben ausrechnen, wie viele Parts das sind. Moment mal. Na super, jetzt muss ich rechnen, ey. Na, nee, leck mich, kein Bock ist. Ich könnte ja mein Handy nehmen, aber nein, danke, ey. Missionszeit, ja, okay, kann ich mir gerade mal meinen Kopf ausrechnen, ey. Ist doch nicht so schwer, aber, ja. 25 Parts, eigentlich. Oder? Nee, gar nicht. Oder? Ich bin schlicht. Äh.
Nee, warte, gleich habe ich's. Gleich habe ich's. Gleich habe ich's. Ah, egal, ich sage einfach gar nichts. So sage ich nur was Falsches und dann meckert ihr. Nutzung von Deckungen. 21%. Ja, okay. Geht schon. Man kann sich noch ein bisschen mehr verstecken. Zurückgelegte Distanz. Was für eine Einheit wäre mir auch lieb. Was für eine Einheit ich Distanz zurückgelegt habe. Kilometer, Meter, Zentimeter, Millimeter oder Lichtjahre, nein. Abgefeuerte Munition. Okay, das ist klar. Fast 30.000. Schon einiges. Tode 52. Boah. Hab mir ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube, ich hätte mir 100 aller gedacht. Hätte ich so. Also. Habe ich. Ah, wie soll ich sagen? Egal, ich dachte, ich hätte 100. Also, bis ich das Spiel durch habe, hätte ich mindestens 100 Tode. Aber. Ah, doch nur die Hälfte. Gefallene Verbündete 541. Unterstützung 23, also richtig freundlich zu meinen Kollegen. Tötungen, fast 1000, aber nur fast. Zerstöre Banglos-Statuen. Achso, das sind diese Mini-Statuen, ja, nur 9 Stück. Zerstörte Entwickler, 64, haha, sind tot. Okay, Briefing beenden. Hatte Schwierigkeitsstufe extrem verfügbar. Wähle diese Stufe über neue Spiele oder die Missionsauswahl im Bildschirm. Gott, ey, extrem. Nee. Werde ich nicht anfangen auf extrem. So gestört bin ich doch nicht. Jo, hier kann ich das Spiel nochmal neu anfangen. Aber ja, würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen und sehen uns in meiner anderen Projekte. Würde ich sagen, ciao.